Was ist denn da? Brauch einen Niederlagen-Counter. Gut, dann mal los. Also gut, zieh dich warm an. Stock. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Barrett geht absolut kaltblütig in die Offensive. Der Sieg ist mir sicher. Brillant. Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Die Partie scheint sich zu Barretts Gunsten zu wenden. Bereit. Wenn's brenzlig wird, laufe ich doch erst zur Höchstform auf. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Jetzt kommt es drauf an. Bereit. Cloud hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er kämpft erbittert weiter. Es wirkt, als wäre Barrett heute nicht zu stoppen. Da wird nämlich der Topline weg, wenn ich das mache. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie er hat der Dreier. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Er gewinnt schon wieder. Es ist... Es wirkt, als wäre Barrett heute nicht zu stoppen. Er trägt immer im richtigen Moment die Dreierviecher. Mama trägt sicher. Wenn ich das Turnier fertig spiele und ich trägt dann nur Karten, dann clasht sowieso. Gut, dann mal los. So gut, zieh dich warm an! Barrett geht absolut kaltblütig in die Offensive. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. Bereit. Brillant. Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Die Partie scheint sich zu Barretts Gunsten zu wenden. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Ich gebe mich nicht geschlagen. Der Sieg ist mir sicher. Ich schwöre, oder? Meine Damen und Herren, jetzt schlägt für Cloud die Stunde der Wahrheit. Die Partie scheint sich zu Barretts Gunsten zu wenden. Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Lenchen, für Papa läuft's richtig gut. Vier Sakes, oder? Hey. Tommy. Das ist wieder ein trauriger Part, hab ich. Das ist wieder der traurigste Part, was ich von dem Spiel hochlade. Gut, dann mal los. So gut, zieh dich warm an! Barrett geht absolut kaltblütig in die Offensive. Bereit. Brillant! Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Jetzt kommt es drauf an. Bereit.
Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Ja, wo sie denn drei wieder herziehen? Dass die Hören und Sehen vergeht, also schnall dich schön an! Barrett muss jetzt vor allem beweisen, dass er geduldig sein kann. Der Sieg ist mir sicher. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Die Partie scheint sich zu Barretts Gunsten zu wenden. Ja, ich... Na, bitte. Es wäre Barrett heute nicht zu stoppen. Ja, das ist eine dumme Sau. Du bist useless. Gut, dann mal los. Also gut, zieh dich warm an. Der Chocobo-Karten ist am Sonst, ich hab keine. Angeblich ist es irgendein Special-Karten für den Arsch. Das ist ein Special-Karten. Kaltblütig in die Offensive. Bereit. Brillant. Man kann vor Klaus Scharfsinn nur den Hut ziehen. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. Sehr gut. So kann's weitergehen. Der Sieg ist mir sicher. Wenn's brenzlig wird, laufe ich doch erst zur Höchstform auf. Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Barrett macht ein zerknirschtes Gesicht. Aber ob ihm das helfen wird? Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Barrett scheint vor Wut bereits zu kochen. Na, ob das wohl gut geht. Bereit. Jetzt wird zurückgeschlagen, aber sowas von. Och, das nichts. Die Ochter. Die Ochter, Kurt. Die Ochter. Dann mal los. Also gut, zieh dich warm an. Barrett geht absolut kaltblütig in die Offensive. Ich halte mich nicht zurück. Brillant. Vor Klaus Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich werde Druck machen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also schnall dich schön an. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Der Sieg ist mir sicher. Klaus nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich halte mich nicht zurück. Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Ich geb mich nicht geschlagen. Bereit. Ich lieg vorn und dabei wird's auch bleiben!
Das wird eine Schlappe, an die du dich noch lange erinnern wirst. Die Partie scheint sich zu Barretts Gunsten zu wenden. Der Sieg ist mir sicher. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Lenchen, drück deinem Papa die Daumen. Barrett scheint vor Wut bereits zu kochen. Na, ob das wohl gut geht? Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Das könnte funktionieren. Der Sieg ist mir sicher. Jetzt wird zurückgeschlagen, aber sowas von. Barrett scheint vor Wut bereits zu kochen. Na, ob... So, jetzt komm her. Cloud hat sich den Sieg spielen. Einfach die Midline komplett beansprucht. Herzlichen Glückwunsch! Wir bitten Cloud, seinen Sieg am Scheitern zu melden. Die konnte sich ebenfalls sehen lassen, Herr Strife. Gut gemacht. Ich hoffe, Sie kommen auch nach Runde 3 mit einem Sieg in der Tasche. Oder tut das Tattoo von mir? Oder so ein Aufkleber im Gesicht? Runde ist eingeläutet. Ist der Fan, oder was? Für die dritte Runde. Nun denn. Na, sie... Na, sieh mal einer an. So trifft man sich wieder. Hä? Du wirst mich und meine gefühlvollen Hände doch wohl nicht vergessen haben. Dabei habe ich wirklich alles gegeben, als ich dich bei der Massage rangenommen habe. Wohl kaum. Wie könnte ich? Das war eine prägende Erfahrung. Aber darum geht es ja gar nicht. Warum sind Sie hier? Für eine Kreuzfahrt? Leider nicht. Aus beruflichen Gründen. In Midgar sind nämlich die Geschäfte eingebrochen. Deshalb will ich in Costa nach potenziellen Geldgebern suchen. Verstehe. Aber ja. Genug geplaudert, mein lieber Freund. Wie nimmt sie mir jetzt her? Ah, wieder Ochterkarten aus nix. Sprechen. Soll ich's versuchen? Bereit. Brillant! Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich knie dich so richtig durch. Die Madame fächelt sich lässig etwas Luft zu. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Wangel. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Madame M. beweist einmal mehr, dass sie ihre Kundschaft durchzukneten weiß. Der Sieg ist mir sicher. Brillant! Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Jetzt kommt es drauf an. Wegen der Verstärkung. Ich halte mich nicht zurück. Hoppla, sieht aber nicht gut für dich aus. Danke, da war sie selber. So richtig durch. Jo, was sie für Verstärker, denk, Alter. Der Sieg ist mir sicher. Die Partie verläuft ganz und gar nicht so, wie Cloud sich das wohl erhofft hatte. Madame M lacht siegesicher und es ist nicht zu überhören. Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Ja, wie soll ich gegen Dera gewinnen, oder wenn sie...
wenn sie ihre Karten auf einmal buffen kann, also das ist halt schon mal. Gut, dann mal los. Was kommt der eigentlich? Warum haben wir den mitgenommen? Mal sehen. Mit welchem Programm soll ich's versuchen? Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Die Madame fächelt sich lässig etwas Luft zu. Brillant. Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich knie dich so richtig durch. Ich geb mich nicht geschlagen. Ich halte mich nicht zurück. Ein herber Schlag für Cloud. Ob er sich davon erholen wird? Jo, wahrscheinlich. Einmal mehr, dass sie ihre Kundschaft durchzukneten weiß. Der Sieg ist mir sicher. Das Glück scheint mir heut zu sein. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Jetzt kommt es drauf an. Ich halte mich nicht zurück. Cloud hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er kämpft erbittert weiter. Ich knete dich so richtig durch. Madame M lacht siegesicher und es ist nicht zu überhören. So wird das nichts. Bereit. Ich hab dich fest in der Hand. Hörst du? Madame M lacht siegesicher und es ist nicht zu überhören. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Madame M's Fächer bebt. Und zwar vor Zorn und Wut. Jawohl. Kostet mir gar nichts. Brauch keine Buffkarten. Sau. Also gut, du hast gewonnen, Cloud. Ich muss schon sagen, ich komme mir eigentlich voll, aber ich werde gerade auskommen, dass... Der Sieger heißt Cloud und das verdientermaßen. Also dann, unser glücklicher Gewinner wird bereits am Anmeldeschalter erwartet. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen. Der wird immer mehr zum Fan, oder? Für die vierte Runde drücke ich Ihnen ebenfalls die Daumen. Auch die dritte Runde ist hiermit vorbei. Das Finale ist nun nicht mehr weit. Auf der Bühne 3 für Runde 4. Das Halbfinale. Und Cloud hat sich weit vorgekämpft. Aber wird seine Glücksrede anhalten. Das nächste Gegner wird niemand anderer als Chet Lee auf ihn. Freuen Sie sich auf eine packende Partie. Na, nicht er. Wärst du so gut gegen mich anzutreten? Du spielst auch mit? Ja. Ich hatte von dem Roboter gehört, der am Turnier teilnimmt. Den wollte ich mal in Aktion erleben. Und wie war dein Eindruck? Mein einzig würdiger Gegner bist du. Wie lange hast du das braucht, für das braucht, aber? Meinem Weg zum Turniersieg. Dann beweist das mal gegen mich. Natürlich. Ich erteile dir gerne eine Lektion. Los geht's! Der kann sich das sicher alles ausrechnen, das so. Bist quittet oder was? Hat er das gar nicht gemacht? Also. Gut, dann mal los. Ah. Initiiere Spielmodus. Jeder hat einen scheiß Kaktus. Schonungslos in die Mangel. Chet Lee scheint
scheint alles exakt nach Plan zu verlaufen. Ich halte mich nicht zurück. Daten analysiert. Siegeschance 100%. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint sich böse verrechnet zu haben. Bereit. So kann's weitergehen. Der Sieg ist mir sicher. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Meinen Trumpf heb ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Bereit. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Nächstes Mal. Try. Nice try. Und wieder einmal hast du auf ganzer Linie überzeugt, Cloud. Ich drück dir die Daumen für den Turniersieg. Verehrte Damen und Herren, Tauschgurt mit der Daumen. Tatsächlich geschafft und steht nun im Finale. Dort wird er auf seine bislang stärkste Gegnerin treffen. Schafft er es, Gina von ihrem Thron zu stoßen? Oder wird die Regentschaft der Kartenkönig stehen? Servus. Ja, der juckt's gar nicht da hinten. Also ihm, er chillt einfach mit seinem Bierli. Servus. Also der Champion. Allerdings. Mein Name ist Gina Königin. Du darfst mich aber auch Gina die Geniale nennen. Meinst du das ernst? Ja. Klar. Los, kommst du um die Ecken? Wirst ja schon sehen, wenn ich dich abserviert habe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Auf geht's. Beim fünften Mal werde ich schon besiegen. Basic. Muss die Mittellein gewinnen. Wenn die Karten gleich kommen. Ah, Kartenpech. Mach's wenigstens etwas spannend, okay? Ginas Genialität scheint absolut keine Grenzen zu kennen. Ich halte mich nicht zurück. Also gut. Willst du schnell oder langsam verlieren? Der Sieg ist mir sicher. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Bereit. Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Sehr gut. So kann's weitergehen. Ich halte mich nicht zurück. Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Na, jetzt hört sie nämlich aus. Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln wie ein Wolf. Ach so. Als wäre sie sich ihres Sieges bereits sicher. Ach so. Ich bin mal wieder. Aha. So, also. 21. Jo.
Sorry, Alter. Du bist ganz laut. Bufft sie da auf, holy shit, Alter. Gut, dann mal los. Mach's wenigstens etwas spannend, okay? Ginas Genialität scheint absolut keine Grenzen zu kennen. Bereit. Brillant. Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Der Sieg ist mir sicher. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Bereit. Endlich mal etwas spannen. Ich geb nicht. Nicht geschlagen. Ja. Yeah. Ich halte mich nicht zurück. Was für ein genialer Zug von Cloud. Wahrhaft eines Meisters würdig. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Gina wickelt ihr Gegenüber spielend um den Finger. So wird das nichts. Die Partie von... Warum hat sie eigentlich nur Karten, was sie irgendwie linken? Ja, Champion, ja, Pay to Win ist das. Ganz basis Pay to Win. Ganz, ganz basis ist das. Gut, dann mal los. Wenigstens etwas spannend, okay? Ginas Genialität scheint absolut keine Grenzen zu kennen. Der Sieg ist mir sicher. Also gut. Willst du schnell oder langsam verlieren? Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Sehr gut. So kann's weitergehen. Der Sieg ist mir sicher. Auch Anfänger haben wohl mal Glück, was? Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich halte mich nicht zurück. Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Jetzt kommt es drauf an. Der Sieg ist mir sicher. Verloren. Wäre sie sich ihres Sieges bereits sicher? Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Es ist so bauenlos mit der... Die Karten irgendwo blazen.